So, Route 210 und wir haben 36:10 und da sind die Enten schon. Und damit sage ich erstmal hier Hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Bloody Platinum. Folge 42 steht an. In großen Schritten gehen wir Richtung 6. Orden. Ich wollte gerade sagen 5. Orden, aber wir haben den 5. ja im letzten Part geholt, also von daher. So, Enton. Die Enton stehen im Weg. Sie machen keine Anstalten, sich zu bewegen. Möchtest du den Geheimtrank verwenden? Natürlich wollen wir das und so können wir dann die Reise weitersetzen. Denn Entons Kopfschmerzen, die ich nie verstanden habe, woher die überhaupt kommen, sind verschwunden. Huch, wo will der denn hin? Ja, und da kommt sie schon wieder, Cynthia, und was möchte sie? Oh, gut. Du hast den Geheimtrank verwendet. Anton leiden an chronischen Kopfschmerzen. Niemand weiß jedoch, woher diese Kopfschmerzen kommen. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Bring bitte meiner Großmutter in Elises diesen Talisman. Es soll seltene Pokémon zwischen hier und Elises geben. Also wird es wohl die Reise wert sein. Natürlich, wir haben einen Talisman und das bringt Glück. Denn wir spielen bald Spyro 2 und dann, brauchen wir Talismane. Meine Großmutter ist manchmal etwas autoritär. Ich denke, du wirst sie sofort erkennen. Ja, sie ist nämlich die älteste von Elises. Und die Stadt selbst. Schau auf deine Karte, gar nichts zu verfehlen. Ich chill auf dich, bis später dann. Ja, die Karte, wenn wir auf die Karte gucken, Elises ist einer der kleinsten Punkte eigentlich. Also von daher, selbst Flori zeigt der Größe an. Klingt natürlich jetzt sehr komisch, aber es ist leider so. So, und das Lustige ist jetzt... Habe ich jetzt nur eine gekauft? Mann! Das Lustige ist, ich nehme es auf und auf einmal geht meine Nase wieder zu. Ich weiß nicht warum. Sie geht einfach wieder zu, das ist das Komische, aber... Leben muss weitergehen. Wir nehmen trotzdem weiterhin auf, also es wird nichts Schlimmes sein. Ich werde versuchen weiterzureden, nicht die Nase hochzuziehen. Vielleicht werde ich mich im Laufe des Parts ein bisschen anders anhören, weil... Ja, das geht... In die Nase geht das schon richtig rund. Wir hauen einfach durch. Wir scheißen auf Trainer. Ich hoffe, wir treffen auf keinen. Und desto schneller wir durchkommen, desto besser. Level 40. Okay, das ist natürlich... In dem Fall klingt das ziemlich schwach. Nach dem, was wir schon gesehen haben, klingen Level 40 Pokémon jetzt wirklich an diesem Moment ziemlich schwach. Aber wer weiß, was hier noch kommt. Aber warum so schwach? Sind wir noch stark genug, dass sie einen Angriff überleben? Und da wir noch keinen Sichler haben, das ist eigentlich der Moment dafür, dass wir es eigentlich fangen können. Und das machen wir auch. Wir werfen einfach mal willkürlich einen Pokéball. Wenn wir Glück haben, haben wir Glück und wir stehen ja eh bald vor Folge 50 und dann gehen wir ein bisschen umher, eine Stunde lang Pokémon Jagd Deluxe. Und wisst ihr was? Ganz ernsthaft? Bis dahin trainiere ich nur noch. Ich fange kein Pokémon mehr, dann können wir nämlich mehr fangen. Wie gesagt, ihr könnt ja entscheiden, wer sagt denn, wie viele Pokémon wir fangen? Könnt ihr mal raten. Ich weiß es selber noch nicht, weil wir sind gerade bei Folge 42. Ja, 42, sehe ich gerade hier rechts. Und von daher, hey, TK erreicht Level 40. Vielleicht entwickelt sich's doch irgendwie. Ja, guck mal, wenn man vom Teufel spricht. Ja, TK will sich entwickeln. Dom, da, da, dom, 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 da, da, dom, 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 da, dom, 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 da, dom, da, dom, 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 da, dom, 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 da, dom, 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 da. So, damit ist TK auf jeden Fall stärker. Und wenn TK noch Lucario oder TK eher gesagt, noch Nahkampf erlernt, dann wäre es perfekt hier. Das ist aber nicht der Fall. Dafür finden wir einen Hypertrank und können direkt weitergehen. Also hier im Gras sind eh voll viele Spasten am rumlaufen. Also es könnte hier jederzeit zu einem, nicht wilden, aber Trainerkampf kommen. Oha, ein Folipurba. Ja, mit so einer Evoli-Entwicklung hätte ich am wenigsten jetzt gerechnet, aber nun ja, sie ist jetzt hier und das heißt also, dass sie nicht da ist, wo sie sein soll. Wir gehen einfach weiter. Es kommen jetzt eh gleich hier Trainerkämpfe und wir müssten eigentlich... Genau, eigentlich müssen wir die VM auflockern holen. Wir scheißen auf auflockern, weil... Ja. Ja, das labert er mich auch hier noch zu, dass wir die auflockern... Ja, brauchen, aber... Ganz ernsthaft...
Scheiß auf Auflockern, das macht die Sache ganz viel interessanter. Ich habe dich überrumpelt. Während du noch erholst, habe ich den Kampf bereits entschieden. Ja, das wollen wir mal sehen. Wir kämpfen im Nebel, wir sehen kaum noch was, aber das macht ja gerade jetzt richtig Spaß und... Ich habe mir irgendwie innerlich erahnt, dass jetzt Pflanzen-Pokémon kommen. Deswegen habe ich auch gerade überlegt, als ich aufs Fahrrad gestiegen bin, ob ich Papyro nicht reinmache. Und das wird jetzt auch der Fall sein. Und ich sehe gerade Level 50, was ist das denn für ein Kack? Das ist ja gar nichts. Trugschlag, okay. Dürfte nicht sehr viel machen, weil, ja. Dabei müsste ein Flammenrad, wenn es trifft, weil die Chance beim Nebel zu treffen ist bei 80%, also es geht 20% runter, heißt jede fünfte Attacke geht offiziell daneben. Ansonsten jede zehnte, also bei einer 100%igen Attacke. Von daher, ja. Sieht man schon, dass da irgendwas anders ist. Der dichte Nebel nämlich. Ein Jinjask noch. Oh Gott, ey, man hört langsam, dass meine Nase zugeht. Deswegen atme ich auch durch den Mund ein, dass wir die Nase wenigstens ein bisschen freikriegen. Wieso setzt die Stafette ein? Ja, Ninja Tom, das ist auch vollkommen okay. Kann auch Level 100 sein, wenn es will. Das wird eh sterben durch die Flammenrad-Attacke. Weil Ninja Tom hat nur 1 KP, ne? Und der Volltreffer ist kein großer Unterschied dazu. So. Natürlich bringen die jetzt nicht sehr viel EP, aber das macht ja nichts, denn wir kommen voran, wir machen Kämpfe und kriegen etwas. So, Manuel! Manuel ist ja da. Ach, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Manuel, du kriegst einfach Flammenwurf ab. Ja, ich weiß, auf einer Seite klingt das jetzt asozial, weil Manuel hat einen kleinen Sprachfehler, aber ich meine es ja nicht böse. Nein, jetzt ernsthaft, ich meine es nicht böse. Ich lache mit dir und nicht über dich. Das ist sehr wichtig, dabei zu denken, weil... Ja. Mit dir, nicht über dich. Das ist sehr wichtig einfach. Merk dir das und dann, ja, werden wir immer noch beste Freunde sein. Wir haben keinen, der zerstören kann, ne? Dann gehen wir einfach mal durchs Gras, wer weiß. Was uns hier erwartet? Ein Leta King. Nun ja. Wo man immer noch als Starter-Pokémon vorne. Wir wollen einfach mal entkommen. Und entkommen. Oh, wir entkommen nicht. Warum entkommen wir nicht? Geht doch. So. Eigentlich wollte ich nur den Pokéball sammeln, aber da muss ich noch einen Blitzer in den Weg stellen. Oha. Oha. Ja, so manche Pokémon, da erwartet man nicht, dass sie hier kommen und dann kommen sie auf einmal doch und ja, wir kommen wenigstens, also alles gut. Ein Purpurstück. Und ein Kampf, den wir nicht entkommen können. Ein Astrainer oder eine Astrainerin eher gesagt. Als Astrainer muss ich Kämpfe gut verarbeiten können. Ich muss cool und ruhig bleiben, egal ob ich gewinne oder verliere. Aha, aha. Ja, Astrainerin Cora möchte kämpfen und setzt ein Tragosso ein. Muss einerseits jetzt sagen, das ist Pikachu ist am Arsch. Es sei denn, wir setzen Cornel ein. Cornel ist zwar noch 17 Level unter, aber es ist ein Tragosso. Tragosso hat... Ja, Anfangs-Pokémon, ne? Das ist eine gute Sache. Was bringt dir ein Anfangs-Pokémon? Wenn es am Ende genauso viel kann wie am Anfang, nur halt ein bisschen mehr abzieht. Und Verteidigung geht ja auch nicht unbedingt hoch. Das Ding ist 17... Schaut euch das an, das Ding ist 17 Level höher. 17 Level höher und ich ziehe die Hälfte mit einer Attacke an, die sehr effektiv ist. Das Ding trifft wohl gar nicht. Da haben wir so viel zu den 80%. Jetzt kommen erstmal die ersten 20. Wäre auf einer Seite fatal, aber... Ja. Was kommt, das kommt so und da will man nichts dran ändern. Meine Nebel ist auch eine schöne Sache, ja? Ich meine, Slenderman, ne? Überleg mal, Slenderman im Nebel. Die Spiele sind ja so leicht nebelig. Aber jetzt so richtig im Nebel. Das wäre episch. Das wäre richtig geil.
Überleg mal, der Slenderman, du siehst im Nebel, siehst nur so weiße Schwaden, auf einmal steht da so eine schwarze Person. Und ja. Ich glaube, da sterben wir. Also ein gutes Gefühl, dass wir. Wow, überleben. Oha. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nun ja, auf den Slenderman zurückzukommen. Ja, der Slenderman im Nebel, das wäre schon richtig episch. Muss aber hinzufügen, dass nicht unbedingt alles episch wäre, weil man würde auch nichts sehen und von daher, ja. Was mache ich da denn gerade? Das war meine klügste Aktion in dem Part hier. Kiri einsetzen, obwohl es 30 Level drunter ist. Und dann damit auch noch angreifen, das ist das Lustige. So, TK, dein erster Eintritt, weil du jetzt Lucario bist. Das heißt also... Wow, Lag. Das heißt das. Dass du jetzt hoffentlich stirbst. Nein! Ja, genau. Auf den einen KP runterhauen. Oder auf die zwei, je nachdem, was das da ist. Sehr amüsant. Ich teile deinen Spaß nicht. Definitiv nicht. So. Knogger ist down. TK erhält sehr viel EP. Das ist sehr gut. So, dann trainieren wir TK noch ein bisschen. Oh je, wir haben verloren. Nun ja, passiert, ne? Wir öffnen unseren Beutel erstmal, denn wir haben genug Energie. Energie. Ja, genau. 14 Stück. Um wenigstens unser TK ein bisschen zu heilen. So, und dann erwartet uns jetzt ein Doppelkampf noch zum Grande Finale dieses Partes hier. Dankeschön. Yeah, Edel Sinoides. Sinopenis. Ich werde alles einsetzen, das du mir beigebracht hast. Penis? Hier kommt ein Trainer. Bist du bereit, Edel? Los geht's. Oh, wie komme ich jetzt auf Penis? Hat sich einfach gut angehört, ne? Diktri und Stalos. Pikachu, du bist im Arsch. Stalos hoffentlich nicht. Wir können auf Diktri noch einen Slam versuchen. Und Stalos begreifen wir mit einem Nahkampf ein. Diktri ist also schneller als als... Ja, okay. Ja, das war aber klar, dass jetzt hier die Angriffskraft liegt, weil, ja, Stalos hat aber viel Verteidigung. Das weiß ich. Ich glaube, mit dem Erdbeben haut es uns jetzt weg. Hä? Okay, sag mir deine Logik, ich will sie verstehen. So, TK in den Kampf. Das ist sehr wichtig. Denn mit zwei Kampf-Pokémon können wir eigentlich was anrichten. So. Ja, es war klar, dass eins angegriffen wird und das dann verreckt dadurch. Oder auch nicht. Okay, sehr schön. Sehr schön. Das kam unerwartet. Sehr unerwartet sogar. So, Kraftwelle. Und, Beutel. HP, AP, Heilung. Wir müssen riskieren. TK muss geheilt werden, komplett. In der Hoffnung, dass er überlebt und Status angreifen kann und ihm Schaden zufügen kann. Dabei könnte jetzt natürlich auch alles schief gehen. Wenn wir sterben. So, komm. Mach einen Volltreffer. Nein. Okay. Ja, Beleber.
Es geht nicht anders. Wir müssen ein paar Entfernungen wieder zurückholen. Und hoffen, dass wir jetzt überleben. Das Problem ist, Schlammbombe trifft. Und macht natürlich auch sehr viel. So. Ja. Ich glaube, wir sterben. Das ist vorhersehbar. Definitiv. Leute, KP, AP, Heilung. Ich will hoffen, weil es ist unser letztes Pokémon, dass eigentlich meine Attacke daneben geht von denen. Weil das passiert gerade gar nicht. Und das passiert auch weiterhin nicht. So, die Genauigkeit sinkt. Aber wenigstens eine Attacke geht daneben. Und ich muss jetzt hoffen, dass Stahl stirbt. Es geht nicht anders. Wir müssen hoffen, dass Stahl stirbt. Bitte! Sterbe! Fahr zur Hölle, du verdammtes Teil! Und dann müssen wir gucken, wie wir Dickrey am besten aufhalten. Aber dieses Level-Up ist vielleicht sehr vom Vorteil. So. Flammenrad auf Dickrey. Solange er kein Volltreffer landet. Wenn wir von Teufel sprechen. Gut. Die Genauigkeit sinkt zwar, aber... ja. Ich frage mich, was das Ding noch für Attacken hat, außer Schlammbombe und Schlitzer. Weil, ja, es geht mir langsam auf den Keks mit seiner ständigen Schlammbombe, die immer trifft und so. Wir müssen irgendwie unsere Statuswerte wieder heile machen, ne? So. Dicker Nebel. Er steht 1-1. Er darf zuerst angreifen. Hoffen auf keinen Volltreffer. Oh, was für ein Showdown. Alter, klar, wir heilen uns jetzt immer, aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir wollen keinen Kampf mehr verlieren nach dem einen Niederlage mit den beiden Stahl-Pokémon. Ja, das wäre mir sehr wichtig. Und wenn wir keinen Kampf verlieren, dann ist auch alles gut so. Oh, die ging... Okay. Wir müssen irgendwas machen, was trifft. Das trifft fast immer. Wir treffen gar nicht mehr. Ja, okay, ging daneben. Hallo, du hast die Erlaubnis von mir zu treffen. Wie viel macht Schlitzer? Ah, nicht sehr viel. Also geht doch. Bäm! Alter! Das war noch nicht mal ein Volltreffer. Ja, Mann, jemand ist noch stärker als wir. Ich wurde gerade von den Augen meines kleinen Freundes... Oh, 14! What the... Alter. Wir müssen erstmal fliegen. Oh, wir sind... Also auf dem letzten Drücker haben wir doch gewonnen. Und ich fliege wieder zurück. So. Würde man sagen, dann beenden wir erstmal die Aufnahme hier. Wir sehen uns dann bei dem Penis und bei der anderen da. Ede heißt sie, glaube ich, wieder. Und dann geht's weiter mit der Reise. Wohin auch immer! Ich meine, wir haben 10... Ich habe mir gesagt, so 10 Folgen brauche ich für jeden Orden. Wir sind eigentlich jetzt schon fast 8 Folgen noch über. Also von daher sind wir gut im Vorteil. So, also Leute... Ich würde mal sagen, hier an dieser Stelle, danke fürs Reinschalten, bis zum nächsten Mal und Masala Vista, Baby.